Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Castle Creeps. Wir haben ja in der letzten Ausgabe das erste Kapitel geschafft. Yes, und wir haben auch ein Angebot bekommen. Und ich glaube, das werden wir uns jetzt gleich mal holen, Leute. Hier, Glückwunsch, du hast Kapitel 2 erreicht. Hier bekommen wir einen Premium-Skin vom Lance und ja, mit einer exklusiven Fähigkeit dann 12.000 Mal Gold, 165 Pokale und 20 Schlüssel. Finde ich sehr, sehr nice, Leute. Und deswegen werde ich hier kurz mal das Handy ausblenden. Ihr könnt inzwischen mal hier meine Social Media Kanäle abchecken. So, einfach mal mit Dutch ID kaufen. Und dann sind wir schon wieder back am Start, Leute. Wollen wir das für 4,99 kaufen? Ja, Leute, für euch tue ich das gerne. Für das Video, für das Spiel. So, du bist jetzt startklar. Der Kauf war erfolgreich. Und hier haben wir es auch. Wir bekommen hier sogar, ja, wir haben hier sogar eine Errungenschaft bekommen. So, einen Schlüssel haben wir und hier haben wir den Skin, den werden wir natürlich auch gleich mal reinhauen. Wollen wir? Ja, wir haben noch eine Turmkiste, eine Gratis-Turmkiste. Wird geöffnet, auf jeden Fall. Was haben wir hier? Den Niederrungen ist ein Common. Dann noch Eichenholz, Rare und was haben wir noch? Ja, ein Kiefernholz. Können hier dann einiges upgraden. So, Granit auch noch, Rare, sehr, sehr nice. So, wir gehen hier mal zurück. Das fordern wir gleich mal ein, da bekommen wir einen Schlüssel. Und was gibt es noch hier? Können wir upgraden? Wir werden hier den Rang 1 verbessern, von dem Bogen 1, so Rank Up, sehr, sehr cool, finde ich richtig nice, hier auch noch verbessern, Rang 2 von dem Bogen, also Bogenschützenturm 2, wenn ich den ersten upgrade, ist jetzt auch besser und haben wir dann noch was zum Upgraden, ja klar, den Magieturm verbessern wir auch noch, so ich glaube, das zweite Kapitel sollte jetzt leicht zu schaffen sein, Leute. Ich meine nicht, dass es schwer gewesen wäre, aber es geht. Habt ihr euch schon Castle Creeps runtergeladen? Falls ja, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Und falls nein, dann schreibt mir doch mal rein, wieso nicht. Finde es richtig cool. So, hier haben wir, glaube ich, sogar... Ja, Skin wechseln. Ja, wir haben den... Ja, Trefferpunkte plus 10, Flammensturm. Okay, passt. Haben wir alles drinnen. So, in der alten Schmiede werden wir jetzt spielen. Was gibt es hier noch? Ja, da bekommen wir auch noch was. Einen Schlüssel und dann werden vielleicht noch jetzt eine Heldenkiste öffnen oder vielleicht im nächsten Let's Play. Aber jetzt stürzen wir uns gleich mal in die Schlacht, sonst müssen wir noch länger warten. Also ihr noch länger warten. So, ist leicht. Weiß nicht, ob der Schwierigkeitsgrad so geht, was wir gerade so haben oder ob es sich nach dem richtet, was, ja, ob er wirklich so ist. Denn im letzten, denn ich habe schon von Kapitel 1.1 gespielt und da war es dann... War es ein mittlerer Schwierigkeitsgrad. So, hier kommt die Welle rein. Wieso sind da oben schon Sachen gebaut und wieso steht das alles? Gute Frage. Wir werden aber jetzt auf jeden Fall mal hier das Ganze, die ganzen aufhalten. Mit dem Infanterieturm. Dann werden wir hier die Kanone spielen. Und hier werden wir die Bogenschützen. Nein, das bauen wir andersrum. Das hier weg, die Kanone. Hier die Kanone. Denn dann können wir unten mit dem Bogenschützen, ich weiß nicht, kommen Ork-Krieger dazu? Ja, zwei, aber die brauchen wir nicht unbedingt, deswegen den Magieturm. Graden wir das lieber ab und das machen wir auch ein Upgrade und dann können wir kein Upgrade mehr machen. Egal, los geht's. Erste Welle, Startgeist. Es sind fünf Wellen, so Leute, wir beschleunigen das Ganze mal und schauen, wie sich das gut ausgeht. Ei, da oben kommt also auch was rein, gut zu wissen, aber wir haben ja da schon einen Turm. Geht sich alles aus. Unseren Helden können wir dann auch noch runterholen. Aber der hat hier oben reichlich zu tun. Sieht eigentlich momentan gut aus für uns. Wir verlangsamen das Ganze mal. Komm, unser Held soll jetzt mal runtergehen. Dann bauen wir ja da oben auch gleich mal was. Das wusste ich nicht, dass da oben auch was kommt. Da sollte ich das nächste Mal genauer hinschauen. Den Bogenschützenturm werden wir gleich mal upgraden. Und hier haben wir auch den Ork hier unten besiegt. Geht sich gut aus. Oioioi, das nächste Mal muss ich besser ausgehen. Die nächste Welle, oh, da ist ein Fragezeichen dabei. Die Pfeile kommen auch dazu noch. Ich glaube, das lassen wir einfach. Wir werden da upgraden, sobald es geht. Wir stellen dafür unseren Helden jetzt drauf, Leute. So, Hexer, magische Rüstung erzeugt Magieschilde um seine Verbündeten anfällig gegen Bogentürme. Na gut, dass wir hier einen Bogenturm haben. Ei, das wollte ich nicht einsetzen, Leute. Ich wollte hier nicht meine Spezialdauer einsetzen. Können wir upgraden, Infanterie? Ja, können wir upgraden. Sehr, sehr nice. Kommt unten auch was rein? Nö, eigentlich nur oben erst momentan. Zweite Wave von 5. Unten kommt jetzt gleich eine Wave, wie es aussieht. Was kommt hier? Okay, der Ork. Wir müssen hier, glaube ich, das verkaufen. Und uns hier einen Magieturm bauen. Den wir auch gleich upgraden werden. Hier unten werden wir auch die Infanterie upgraden. Hier, ich will mal die Spezialfähigkeit sehen. Okay, die war jetzt nicht so spektakulär, wie ich gedacht habe. Vom Lanes, vom neuen Lanes. Mit dem neuen Skill.
Ah, Skin, Leute. Ey, da ist uns was durchgegangen. Jetzt machen wir das Ganze mal langsamer. Oi. Da bauen wir auch gleich mal. Und hier eine Infanterie. Bevor hier was durchkommt, Leute. Infanterie. Und hier noch den Bogenschützenturm. Dass wir überall mal was gebaut haben. Das kann es doch nicht sein. Ja, was macht unser Lanes hier oben? Der soll natürlich in den Kampf nach unten gehen. Das kann es doch nicht sein, dieser faule Typ. Schaffen wir die Orks? Verdammt, Leute, da kommt uns einiges durch. Und ich dachte schon, ja, das ist easy. So, wir haben 20 Leben noch. Und können momentan nicht... Hey, komm schon. Die da unten kannst du schon noch zerstören. Komm, schafft er den auch noch? Yes, dann schafft er noch, bevor er hier durchbricht. Das war jetzt knapp. So, unten kommt hier mal was Fettes auf uns zu. Na komm, da setzen wir mal unsere Spezial ein. Und da sind sie easy weg. Easy. Puh, da haben wir wohl das Ganze mal unterschätzt. Da haben wir gedacht, es ist leichter, als es eigentlich ist. So, rauf mit dir und dann setz mal deine Spezialfähigkeit ein, lieber Lanes. Wenn du schon angibst damit. Neuer Spezial. Und der Skin ist eigentlich richtig cool, Leute. Was sagt ihr zum neuen Skin vom Lanes? Ich finde ihn toll. Ich finde ihn schön. Und die Spezialfähigkeit finde ich auch besser. Es macht einfach mehr Schaden. Denn bei der anderen Spezialfähigkeit wurde der ja nur betäubt. Habt ihr euch auch das Spezialangebot gegönnt? Dann schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Würde mich interessieren. So, wir haben hier noch Verstärkung. Kanonenturm werden wir hier bauen. Und auch gleich mal upgraden. Denn die Infanterie haltet ja das Ganze auf. So, Final Wave. Da ist sie incoming. Incoming. Alles mal upgraden, was so geht. Damit wir hier, ja, alles raushauen und unser Bestes geben. So, Lanes. Hier noch runter, um diesen Ork zu zerstören. Hey, wo läufst du hin? Zerstör diesen Ork. Oh, da kommen sehr, sehr viele Orks, muss ich sagen. Aber jetzt die Spezialattacke vom Lanes reingeworfen. Super. Läuft super. So, Kanonenturm. Kümmere dich lieber oben um das Ganze. Da kommt einiges auf uns zu. Doch, durch den Kanonenturm schaffen wir das sehr, sehr leicht. Macht ja Flächenschaden. Einziger Turm momentan mit Flächenschaden. So, jetzt geh wieder runter. Die da unten machen mir hier mehr Probleme als das hier oben. Leider die Ulti noch nicht bereit vom lieben Lanes. Ich will natürlich nicht, dass er mir hier drauf geht. Die Infanterie, wow, was kommt hier oben denn? Wow, das sieht jetzt ziemlich krass aus. Irgendwo muss ich meine Ulti setzen. Ja, das da oben schaffen die schon. Komm, Lanes, geh runter. Geh zur Infanterie hier, die hier auf der Straße steht. Und jetzt setzt deine Ulti ein. Yes, da können wir einiges zerstören. Und das andere sollte ja kein Problem sein. Yes, wir haben es geschafft. Victory, Leute, Victory. Juhu, nur 2 Sterne, schade. Da müssen wir mal irgendwann nochmal rein, um natürlich auch überall 2 Sterne zu bekommen. 3 Sterne, sorry. Und wir werden hier gleich mal was. Der Feind wird nur immer stärker. Wird nur immer stärker werden, Kommandant. Denk daran, deine Türme und Helden zwischen den Missionen zu verbessern, sonst können wir niemals mithalten. So sieht's aus. Deswegen werden wir hier gleich mal. Ja, das habe ich schon verbessert. Was soll ich hier? Wie du siehst, gibt es mehrere Möglichkeiten, um an Rohstoffe zu kommen. Du kannst zum Beispiel Kisten öffnen, sie direkt kaufen oder alte Missionen wiederholen. Ja, okay, also heißt das Farmen. So, wir werden hier mal den Kanonenturm 2 verbessern. Rank up, sehr nice. Kanone 2. Was gibt's hier noch zum Holen? Wir können hier nichts upgraden. Wir können hier was einfordern. Einen neuen Schlüssel. Können wir den Lanes auch verbessern? Ich glaube nicht, da können wir nichts verbessern. Schade. Wie gesagt, wir werden uns natürlich Kisten holen. So, Übungsplätze. Spielen. Ja, das Spiel, ich finde es einfach richtig nice, Leute. Wirklich, es gefällt mir einfach richtig. Aber heute, heute habe ich schon ein Castle Creeps Video hochgeladen, Leute. Wollt ihr mehr Castle Creeps sehen, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Ja, labert nicht so viel herum. Wo kommen die Waves? Die kommen von da unten rauf. Hier kommen die und da kommen die. Oh, da kommen sie schon. So, mal die Infanterie hier spielen und auch einen Magieturm bauen. Lanes, komm runter. Wieso steht der Lanes eigentlich immer dort, wo man ihn am wenigsten braucht? Und dann auch hier noch Bogenschützen raus. Irgendwas sollten wir verbessern. Kommt, stellt euch dahin. Stellt euch dahin. Erkennen Sie sich? Na gut, dann stellt euch nicht dahin. Okay. Verstanden. Wenn ihr nicht wollt, dann wollt ihr einfach nicht. Faule Infanterie. Ja, komm, graden wir das ab. Wow, da kommt. Ja, kommen Sie durch. Lanes. Ah. Was ist denn hier los? Huh, da oben ist noch ein Kanonenturm. Den habe ich vorher gar nicht gesehen. Ah, komm schon. Verdammt, da gehen 2 durch. Was ist jetzt mit den 3 Sternen? Ich weiß gar nicht.
Jetzt geht es ja mal wirklich hier zur Sache. Ja, bauen wir hier noch einen Kanonenturm. Können wir den auch gleich instant upgraden? Nö, leider. So, es wird immer anstrengender, dieses Spiel, da man so viel schauen muss, um hier nichts zu übersehen. Wow, 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 Leute. Sehr, sehr, sehr. Egal, wir schaffen das schon irgendwie. Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das. Bob, der Baumeister, wer hat's gesehen? Schreibt's mir in die Kommentare. Auf was ich hier manchmal für Themen kommen, Leute. Uiuiui, was kommt hier? Ay, da kommt überall Fragezeichen. Also keine Ahnung, was ich hier setzen muss an den Türmen, dass das wirklich reinhaut. Ja komm, spiel die nächste Lane. Los geht's. Spinnlinge. Keine Rüstung gewöhnlich in Schwärmen anzutreffen. Anfällig gegen Kanonentürmen. Ja gut, zum Glück haben wir hier so viele. Überall gibt es welche. Ey, kommt schon rüber da. Kommt rüber. Wieso kann ich die jetzt nicht versetzen? Ah ja, ich muss hier auf die Fahne drücken. Da war ich wieder dumm. Da war ich wieder dumm. Komm, dann setzen wir hier oben rauf. Falls da was durchkommt, dass er auch wirklich was tun kann dagegen. Da unten sind mehr Spinnlinge. Ja, reißen wir den mal ab und bauen den Kanonenturm hin. Können wir auch nicht upgraden, schade. So, auf die Weggabelung will ich dich sehen. Komm schon, Lanes, gib alles. Da bauen wir noch eine Infanterie, um das Ganze auch etwas aufzuhalten. So wie unten, wie ihr seht, da werden hier in Kanonen beschossen. Also von der Infanterie aufgehalten und von den Kanonen beschossen. Beste, was man hier tun kann. Wow, jetzt kommt gleich überall was. Und wir müssen das einfach hier so machen. Ja, die Kanone können wir jetzt nicht setzen. Schauen, holen wir uns das extra Elixier noch und bauen jetzt hier eine Kanone. Können wir die upgraden? Ja, geht sich aus. Sehr, sehr nice. Hat jetzt eine weite Range. Und hier spielen wir gleich die nächste Lane. Egal was kommt. Wir haben nicht so viel Elixier. Wir müssen hier einfach durch. Aber sieht gut aus. Wenn nur die Spinnlinge kommen, dann habe ich hier keine Angst. Wir werden das hier gleich mal verschnellern. Und im Notfall können wir hier oben mit unseren Lanes seine Ulti noch einsetzen und das Ganze hier retten. So, jetzt mal etwas langsamer, dass ich den Lanes richtig setzen kann. Jetzt kommt auch einiges anderes auf uns zu. Stürz dich rein, lieber Lanes. Stürz dich rein. Yes, da gewinnen wir. Gegen die Bogenschützen hier oben. Und der rechte Kanonenturm ist ziemlich nice. Der hat eine weite Range. Kann also auch auf die linke Seite schießen. Boah, noch eine Wave. Was kommt denn jetzt auf uns zu? Ich brauche hier wohl einen Magieturm. Hier werden wir uns einen Magieturm gönnen, Leute. Gleich mal auf Level 2 upgraden, wenn hier viele Orks kommen. Da kommen auch viele Orks. Orks. Oh, jetzt brauche ich wirklich mal Orks, Leute, anscheinend. Ja, graden wir ab und da setzen wir was anders. Ne, den reißen wir ab und dann hier das und upgrade. Das können wir noch nicht upgraden. Deswegen starten wir gleich weiter. Los geht's. Komm, Lanes, geh mal da runter. Ich glaube, da unten wird's brenzlig. Ah, die sind auf dieser Seite. Komm, die setzen wir gleich mal rüber. Das auch nie vergessen, hier richtig zu setzen. Das ist manchmal sehr, sehr tricky. Okay, da unten ist kein Problem. Wir setzen den Lanes mal darauf. Unsere Ulti da oben war jetzt etwas umsonst. So, Upgrade hier, falls hier noch was richtig Hartes durchkommt. Und da ist schon die nächste Lane, die im Anmarsch ist. Ah, leider hier keine Ulti bereit. So, da oben schaffen wir das auch noch. Eine Ulti wäre jetzt natürlich richtig, richtig nice. Komm, der Ork-Krieger hier muss auch noch fallen. Komm, schieß ihn nieder. Was ist hier los? Ja, ja, das war knapp, Leute. Huch. Final Wave. Upgrade. Upgrade. Alles, was hier abgegradet gehört, wird hier abgegradet. So, das müssen wir gleich mal wieder anders setzen. Obwohl die Spinnlinge jetzt auch da unten wieder kommen. Was soll das? Ziemlich hart momentan. Da kommt einiges auf uns zu. Da kommt einiges. Aber wir lassen uns hier nicht unterdrücken. Go, 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 go. Huch. Wow, was hier links unten auf uns zukommt und ja, überall auf jeder Lane. Zum Glück nur Spinnlinge, die halten nicht viel aus. Da kann ich sie alle in der Weggabelung mit der Ulti noch zerstören, falls sie wirklich durchkommen sollten, was ich nicht glaube. Die Kanone graden wir einfach mal ab. Bin neugierig, ob wir jetzt noch 3 Sterne bekommen, denn wir haben hier was verloren. Komm schon, 3 Sterne. Nein, 3 Sterne bekommt man anscheinend wirklich nur, wenn man alle Leben noch hat am Ende. Yes, Infanterie können wir upgraden. Weiter geht's.
Nee, da ist nur ein Rufzeichen. Hier können wir den Infanterieturm upgraden, den zweiten. Rank up. Finde ich nice. So Leute, ja, das war's auch mit diesem Let's Play von Castle Creeps. Muss immer aufpassen, dass ich nicht Castle Crush schreibe, also sage, denn es, ja, es kürzt sich ja gleich ab. CC, aber Castle Creeps ist das. Castle Crush ist was komplett anderes, Leute. Aber wisst ihr, was das ist, da brauche ich euch nichts erklären. Danke auf alle Fälle fürs Zusehen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und falls du neuer bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.